Für diesen Koala verändert sich gerade sein Leben. Seit seiner Geburt hat Triumph eigentlich nur drei Pfoten. Die Hinterpfote hat immer gefehlt. Das ändert sich jetzt schlagartig, denn dank einer Pfotenprothese kann er endlich richtig laufen. Er ist tatsächlich gerannt. Es war das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie er rennt. Das hat mich zum Weinen gebracht. Weltweit ist Triumph der erste Koala, der eine Prothese bekommen hat. Die Tierschutzorganisation Friends for the Koala musste lange dafür kämpfen. Viele Experten haben gesagt, dass dem Koala nicht geholfen werden kann. Doch dann ging alles sehr schnell. Am Ende wurde es ein Zahnarzt, der gerade mal 5 Minuten entfernt wohnt. Er hat die Prothese freiwillig produziert. Es sieht sehr einfach aus, trotzdem braucht er eine Weile, um das herzustellen. Aber es ist perfekt und ich bin überglücklich. Perfect. I'm so happy about it. Ein Leben mit 4 Beinen kannte Triumph bisher nicht. Die fehlende Pfote hat ihm vor allem beim Klettern starke Schmerzen bereitet. Seine Pflegerin ist überzeugt, dass sein Leben jetzt mit der Gummiprothese besser wird. Ich glaube, er wird besser klettern können und sich vor allem freier bewegen können. Er wird keine Schmerzen mehr haben. Wir müssen die Prothese ab und an mal abnehmen, damit Luft an das Bein kommt. Aber es wird ihm eine bessere Lebensqualität geben. Und so, wie Triumph aussieht, scheint die Pflegerin damit recht zu haben. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.